Micha ist dabei, Lukas ist dabei, Stefan ist dabei und Tabia. No. Alles entspannt, irgendwie 17 Kilometer oder 16, 17 Kilometer. 5 Stempelstellen. Ja. Schön hier, ne? In der Hütte, das ist auch kälter. Oder was? In der Hütte. Außen ist Hütten. Besser. Genau. In der Hütte. Hüttengaudi. Ist da was drin? Nein, der Stempel. Nee, hier ist kein Stempel. Nee, hier ist nichts zu holen. Ich hätte auch ein Brötchen. Aha. Dann hier durchziehen oder was? Keine Ahnung, Papa. Dann so zuziehen? Papa macht das. Wie macht ihr das immer? Hier der Stock. Dann hier quasi um den Stock rum. Genau. Und dann so zuziehen? Ja. Okay. Und das jetzt hier. Und unten hast du eigentlich noch Schlaufen? Ja, eine Schlaufe, das sind Schlaufen. Ja. Hier sind Schlaufen dran. Mehr ist es doch nicht, Stefan. Guck mal. Ostern. Herrlich. Guck mal, Packsack. Hast du Packsack? Hast du Packsack, hast du Glück. Ich hab gar kein Eck, vielen Dank. Danke dir. Wir haben beide pinke Eier. Pfiffig. Danke. Ich hab auch Salzbrei. Guck mal, das ist voll komisch angemalt. Oh, da sehen wir, wie das geht. Ja. NDR. Aber das ist irgendwie nicht so schön, die Blau, Orange und Blau passen gar nicht zusammen. Also gar nicht. Und machst du Tomate auch noch runter? Nö, Essig. Herrlich! Aber die Eier auf der Verpackung. Julia, wie langsam wir unterwegs waren in dem Schnee, ey. Laufen, ja, vor allem, wir haben nicht mit gerechnet. Wir haben eine Tour geplant, was war das? 20 Kilometer oder so? Mhm. Und wir waren 9 Stunden unterwegs. Ja, du bist nicht vorwärts gekommen. Oh, wie ein Riesenüberhaupt. Du bist bei jedem Schritt bist du so tief eingesackt. Oh. Nebenan sind die Leute noch hier gekratzt. Also, dadurch Dickies sind, das war auch so geil. Wir wussten schon gar nicht mehr, wo wir noch lang gehen können. Das wurde immer dichter und dichter. Ja. Und du hast immer bis abends immer ganz tief rein. Nicht mehr.
Hast du keine Angst, im Wald zu schlafen? Doch. Doch. Hast du schon mal im Wald geschlafen? Nein. Meine Tochter kennt keine Angst. Merkt ihr das? Das ist ein Kackhaus. Kackhaus. Deinen großen Bären. Gut, was du da hast. Das sind immer die Jack-Wolfskin-Pärchen. Jack-Wolfskin oder, halt, den, oder halt Mammut oder was auch immer. Ne? Mit Salomon. Mit den Signalformen. Ja, genau. Ja, ja. Genauso Leute gab es halt auch bei Megamarsch. Ne? Leute, die gute Sachen besitzen, weil sie funktionieren. Und siehst auch, die haben die benutzt schon, also schon öfter, mehr als einmal. Und dann halt wieder die Pärchen oder die Leute, die dann da mit Chucks kommen und einer Jeans und sagen, hier, ich will den Marsch laufen. Was? 100 Kilometer? So? Ja, ja. Okay. Und dann auch die Leute, die halt ganz normal... Oder mit einem 100-Liter-Rucksack. Den großen, kennst du noch den großen Berghaus? Kennst du den? Ja, ja, ich kenne ihn, ja. Haben wir zwar damals nicht gehabt, aber ich ohne Seitentaschen, dann zugestellt, ich habe den auch im Keller. Für Bushcraft und für Bushcraft Camping. Ja, kurze Strecken, ja. Ja, für 2 Kilometer, wie gesagt, in den Wald fahren und dann ja, Overnighter machen, voll in Ordnung, ne? Aber, obwohl, die haben ein gutes Rückensystem, die kannst du schon lange tragen, aber dann nicht das Tempo, ne? Das stimmt. Hast du noch was zu essen? Ja. Ja, Riegel mehr. Hast alle weggefressen? Ja. Ich glaube, das ist dein Deutsch. Ich hab noch ein paar. Die will eingepackt. Ich hab mir die noch vermisst. Möchtest du einen Knoppers? Ja, zum Schluss, zum Schluss. Ich hab noch zwei Gesicht. Möchtest du einen Knoppers? Ja. Was? Du guckst so Knoppers. Oh nein, ich hab die verschlungen und da war es ein Bund, ey. Es gibt jetzt Knoppersriegel. Ja, ich kenne die auch. Ah, ganz gefährlich. Ja, das ist das ganze Mal, wenn du meine, drauf guckst. Meine Mutter, Junge, die ist doch voll süchtig nach. Wenn du hin drauf guckst, was die hier nervt. Ja. Das ist eine volle Mahlzeit, das Ding. Ja, ja. Was? Nee, wenn ich jetzt Schokolade esse, ey. Hol die mal bei Aldi. Die gehen ja doch. Die sind richtig heftig. Lecker. Diese dicken. Die sind ziemlich dick eigentlich, ja. Wenn die regelmäßig ist, bist du auch dick. Ja gut, aber fürs Wandern als Energie. Du hast ja. Michi. Kannst du mal den Link schicken von den Dingern? Du bist ja Link, ich bin in der Stadt geholt, bei SFU. Hey, ich danke dir. Ja, kann ich dir schicken. Hab ich bei SFU geholt. Ja, ja. Könnt ihr mal zusammen irgendwo Sachen einkaufen. Hey, shoppen gehen. Shoppen gehen, zusammen mit Hand in Hand. Wenn du das alles auf deiner Karte mitnimmst. Ja, genau. Nimm die Karte von deiner Frau mit. Das ist ja auch mal. Was heißt SFU noch? Sachen für unterwegs. Schön, wenn wir den Flohmarkt mitgemacht haben. Hä? Schön, wenn wir den Flohmarkt mitgemacht haben. Ja. Wollte ich auch hin, habe ich auch nicht gemacht. Vergiss dein Wasser nicht einzupacken. Ich will das nicht trinken. Ich sag es nur. Ist ja nicht so, dass ich dich kenne. Sturz gefragt. Ach, die Hütte steht bestimmt auf. Nächste Stempelstelle. Und leider können wir hier nicht gucken. Baustelle. Na gut, dann haben wir Rübeland. Ja. Und da müssen wir gleich runter und andere Seite wieder hoch. Und dann irgendwo da ganz, ganz weit hinten steht das Auto. Leider nicht. Natürlich blöd, ne? Zutritt. Hier? Das ist richtig schade jetzt. Ich mach meinen Schuh. Hose machen. Guckt euch an, die Stempelverrückten. Ja, ja, genau du. Ja. Willst du mal einen schwarzen Stempel haben? Ich habe ein schwarzes Stempelkissen mit. Ja. Darf ich? Warte mal. Krieg ich einen auf die Stirn? Ja, komm her. Guck mal, der wird nicht hier rein. Das ist ja ein Ding. Der hat nicht verbaut. Kein Hexenstempel. Ei, was fein.
Guck mal, da ist das doch mal ein ordentlicher Sturm. Da hat es in Strömen geregnet den Tag. Ich habe den Sonderstempel letztens mit Michael. Haben wir, ist uns einer entgegengekommen und zwar. Brockenbenno. Brockenbenno. Ist uns entgegengekommen. Richtig geil. Mach aber richtig. Ich habe ihn bis jetzt zwei, drei Mal gesehen. Und zwar zweimal. Ich auch zweimal. Aber das war schon ewig, ja, zwei Jahre, das letzte Mal. Ich wusste, dass er ja auch einen eigenen Stempel hat. Stempel. Ja, er hat einen eigenen Sonderstempel. Ich bin echt mal auf die Tonqualität gespannt mit dem iPhone jetzt hier. Ja. Ich denke, die wird sehr gut sein. So, wo sind wir nun gelandet? Eine kleine Burg oder was ist das? Keiner weiß, was genau ist. Wir wollen gucken kurz. Schützenfrei, ne? Bogenschützen. Noch einen Ball mit. Drunter im Tal, ja, liegt das kleine Ottili. So. Wer geht so? Ja. Also. Der Bier, ja, die geht so. Schlackerig. Mit Schwung. Schwerter zwei. Aber mal eine Burg. Was waren Leute, die gerade krank gemacht haben? Hi. Im Hintergrund würde ich das sogar machen. Aber mit diesen Häusern und so. Das ist ja alles ein bisschen. Ja. Wer hat einen guten Plan? Ronny. Komoot. Komoot. Komoot hat die geplant. Ich habe nur die Stempelstellen eingegeben. Gibst du Plan zum Computer oder am Handy? Ja, am Handy. HVN oder was gibst du eine? HVN? Nee, ich habe ja die Harzer Wanderer-App, dann gucke ich, welche fehlen. Und versuche den da so eine Tür rauszumachen. Dass die... Ich finde das am Handy so voll umständlich. Ist es gar nicht, das ist total easy. Ja. Oder was? Easy. Nur durch Rost. Los, geht jeder mal aufs Klo und dann reiten wir los. Zugeschissen. Ihr faules Kind, hast voll was verpasst. Voll die Aussicht, wir haben 15 Fotos gemacht. Ja. Alle verwackelt. Das geht langsam mal. Also landschaftlich ist das hier nicht so der Knaller. Das wird jetzt mein Leitspruch. Das ist doch mega geil. Ja, das sieht man auch nicht überall. Wo müssen wir lang? Ich kann nicht mehr, ich bring gleich zusammen. Nein, alles gut. Ich hasse Menschen. Thank you.
Olle Katze. Hier ist ganz schön frisch. Hier hätten wir auch den Overnighter machen im Sommer, wenn es draußen richtig schön heiß ist. Das ist eine Feuerstelle. Ja, ja. So ein Abzug. Na, das hat sich doch gelohnt. Ganz sicher sind. Wir müssen es halt nicht gerade sein. Ja, wir haben ja auch nicht so ein Hightech-Radio, wir haben so eins mit so einer Kurbel. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ja, und den Abo-Button hier, hier hinten drücken. Und wer ganz lieb ist, kommentiert auch mal. Ja, das könnt ihr ruhig bei mir auch mal machen. Genau. Rein Schwein. Ja, ja, ja. Landschaftlich nicht so der Bringer, aber... Wer hat die Tour geplant eigentlich? Komoot. Komoot. Und wer hat die ausgesucht, die Tour? Macht's gut, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Reingehauen.